Bildung und Weiterbildung ist ein Thema, das uns ein Leben lang begleitet. Wir, der BSA St. Veit-Feldkirchen, wollen hier in St. Veit eine Plattform schaffen, wo wir unter anderem gesellschaftspolitisch aktuelle, brisante Themen aufgreifen und diskutieren. Gemeinsam mit dem Renner-Institut Kärnten gibt es am 11. September mit Beginn um 18.30 Uhr eine Podiumsdiskussion in St. Veit an der Glan. Das Motto lautet: Kein Kind bleibt zurück, Wunschtraum oder Realität. Einerseits diskutieren hier Expertinnen und Experten und andererseits möchten wir auch vielen interessierten Menschen die Möglichkeit geben, mit den Experten zu interagieren bzw. auch die Experten mit ihrer Meinung zu befragen. Am Podium mit dabei sind Frau Christiane Spiel, Universität Wien, Peter Kaiser, Landeshauptmann von Kärnten, Robert Klingelmeier, Bildungsdirektor Kärnten und Hausherr Martin Kulmer, Bürgermeister St. Veit an der Glan. Ja, also wir haben immer versucht, unseren Bildungsstandort St. Veit hochzuhalten. Wir haben ja von den Kindergärten beginnend über die Volksschule, neue Mittelschule bis hin zu den berufsbildenden Schulen sehr moderne, top sanierte Schulen. Das haben wir in den letzten Jahren wirklich sukzessive durchgeführt. Wegen der Corona-Covid-19-Pandemie wird die Veranstaltung auch per Livestream übertragen. Anmeldung und weitere Informationen gibt es unter www.ri-kärnten.at/bildung.